Guten Tag und schön, dass ihr nochmal da seid. Wir sind zurück hier bei Crusader Kings 2 mit dem Königreich Saarbrücken und unserem König Udalrich Wukilo, den Gelehrten. So langsam erreichen wir die Phase, wo die ganzen Kriege wieder vorbei sind. Und deswegen lassen wir mal weiterlaufen. Unsere Staatskasse erholt sich auch, weil wir die Truppen jetzt nicht mehr ausgehoben haben. Und ja. Sache ist nur, dass hier wahrscheinlich dieser Krieg Polen verlieren wird. Aber wir... wobei... Schweden läuft da rum. Ob die da hinlaufen? Die gehen auf jeden Fall darüber. Naja. Ist nicht unser Problem, auch wenn sie unsere Geliebte ist, aber eher pragmatisch. Also nutzen wir das eher... Wir nutzen das eher pragmatisch für unsere Zwecke. Wir wissen auf jeden Fall hier, dass Prinz Temir, das war, ist unser Sohn, wenn ich mich nicht täusche. Aber er hat ihn anerkannt und er wird der neue König von Polen und der Khan von Pechenegen. Ja, das wird ein relativ großes Reich werden. Bin ich mal gespannt. Ja, der eine Krieg ist jetzt gleich hier auch vorbei. So, und wir wollten schauen, wen wir hier als Regenten ernennen. So, der Unabhängigkeitskrieg ist vorbei, damit ist sie jetzt unabhängig. Aber dafür haben wir jetzt dann da erstmal Ruhe und können uns dann ein bisschen erholen. Da ist noch der andere Krieg, wo wir aber nicht dran beteiligt sind. Also da haben wir jetzt erstmal keine Probleme. Und sie ruft uns wieder rein. Ja klar, akzeptieren wir das. Unser Bündnis mit ihr ist gebrochen, weil sie im Krieg ist mit Polen. Das ist natürlich nicht so schön. Aber okay. Was sind das für Kriege? Ja, jemand soll hier Anspruch auf Polen bekommen. Ah je. Aber... Wow, wegen irgendeiner Stadt. Wir werden uns nicht beteiligen, also... Wir lassen das jetzt erstmal so laufen. Ja. Okay, es gab Zwischenfälle. Bauzeitmodifikator ist gestiegen. Im Moment bauen wir aber relativ wenig. So, wir wollten einen neuen Regenten ernennen. Wir werden mal hier den Nikolaus nehmen. Den guten Erzbischof von Mainz. Auch wenn wir zynisch sind. Wir haben aber gesehen, er ist ein fähiger Mann. Und macht seine Sache gut. Wir haben ihn dann sogar als Befehlshaber befördert. Also ist das doch ein guter Regent erstmal. Okay, es gab Bausabotagen in Saarbrücken. Ja, wenn wir auf jeden Fall hier vorgehen. Wir sind ja eh grausam, also ignorieren werden wir das eher nicht. Okay. So, wir sind bei 80%. Hier hätten wir nochmal 4%, kurzzeitig waren es 4%. Oh, hier, Brunhilde, Kaiserin. Oh, die Ehefrau. Ja, dann senden wir hier auch mal ein Geschenk. Ja, eventuell kriegen wir es ja hin. So, der Krieg ist vorbei. Und das werden die auch noch irgendwie hinkriegen. Wir bewegen uns von unserem Ort jetzt erstmal nicht weg. Wir müssen auch noch nach fähigen Leuten suchen. Wir müssen unsere Vasallen erstmal wieder einbinden, was schwierig wird. Ja, Verbesserung. Eigentlich den Herzog in Bosnien, mit dem müssen wir uns da besser stellen. Wir haben eine positive Meinung von ihm. Dann werden wir unseren Kanzler mal dorthin bringen. Genau, er ist ja auch noch unser Kanzler. Von daher ist das in Ordnung. Wo ist er? In Bosnien. Ist nur die Frage, wo ist der Hauptort? Wir schauen mal kurz nach. Wahrscheinlich hier. Ne, hier Fuku war. Ne. Okay, eine von diesen beiden Provinzen wird es sein. Kann man nicht schauen, wo er momentan ist? Ja, momentan ist er in Saarbrücken. Ne, gut, dann lassen wir das so. Dann müssen wir ihn in Saarbrücken lassen. Weil er ist ja in Saarbrücken. Und deswegen
würde er dann hier beeinflusst, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden ihn mal dahin entsenden. Um mit ihm erstmal die Beziehung zu verbessern, weil den werden wir höchstwahrscheinlich dann austauschen. Weil, ja, ein guter Kämmerer ist er nicht. Oder haben wir hier vielleicht noch irgendjemanden bei uns zu Hause? Wir brauchen 4 Befehlshaber. Ja, der Matthias, der geht noch. Den können wir holen. Das heißt, wir brauchen trotzdem 3 Stück noch. Weil wirklich gute Leute haben wir da echt nicht. Wir können auch mal überlegen, dass wir unseren Fokus ändern. Da wir ja... dass wir schon etwas länger haben und da auch alles durchgegangen sind, mehr oder weniger. Und da ist die Überlegung, was wir jetzt als nächstes holen werden. Also was klar draußen ist, ist Theologie. Das passt überhaupt nicht. Auch Familie und Zecherei kann ich mir kaum vorstellen bei ihm. Wobei er halt schon ein geselliger Mensch ist, aber dennoch würde ich das eher verneinen. Krieg würde durchaus passen. Und dann könnte man auch Duelle wieder eingehen, was ja durchaus für ihn ganz gut passen würde. Jagd, naja. Verführung könnte man auch nutzen für, dass man dann auch irgendwie da was machen kann. Herrschaft, Wirtschaft, das sind eher so Sachen, wo ich jetzt momentan auch eher nicht so sehen würde. Ich würde tatsächlich tendieren, entweder auf Intrige oder Krieg, weil beides würde gut passen zu seinen momentanen Ambitionen. Krieg könnte man halt eben nutzen, erstens, man bereitet sich auch persönlich auf einen großen Krieg vor. Und man könnte die Duelle nutzen, um eben Konkurrenten auszuschalten. Und mit Intrige könnte man halt eben versuchen, die Leute erstmal zu verschwinden zu lassen, die uns da Probleme gemacht haben. Ich werde es tatsächlich auswürfeln, um den Wahnsinn da nochmal ein bisschen reinzubringen. Also Intrige 1 bis 3, 4 bis 6 ist Krieg. Es ist eine 5, das heißt, wir werden den Kriegsfokus auswählen. Das heißt, unsere Kampffertigkeit wird jetzt gleich hier ein bisschen steigen, genau auf 38. Naja, wir haben gute kriegerische Fähigkeiten innerhalb der Familie, das wissen wir ja. Die gute Carlotte hat da ja durchaus bewiesen, dass sie mit den Leuten ziemlich hart umgehen kann. Passt vielleicht auch ganz gut zu einem grausamen Typen. Okay, der Dschihad ist fehlgeschlagen, das heißt, der Krieg ist auch vorbei. Und jetzt ist wieder die Überlegung, wenn wir schon den Kriegsfokus haben, da hat er vielleicht doch den Drang, da in so eine Schlacht reinzuziehen. Nichts mit Belagerung, aber eben da reinzulaufen. Naja, erwarten wir mal. Wir halten uns da erstmal raus. Okay, der hat einen Titel übernommen. Was haben wir hier? Im Vollrausch ließ Herzogin Alberade von Brabant in einer hiesigen Schenke jedermann von meiner Verschwörung, um Kaiser Volkmar der Gerechte zu töten, wissen. Ich hätte diese versoffene Quasselstrippe niemals in eine derart delikate Verschwörung einweihen sollen. Ja, super, danke. Mein Ruf ist ruiniert und der wird uns jetzt wahrscheinlich da irgendwas kommen mit Titel aberkennen. Ja, der mag uns jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Können wir ihn zum Duell fordern? Wir sind noch in meinem Krieg und deswegen können wir da nicht, okay, ansonsten könnten wir das machen. Und das würde ich auch. Wir haben herausgefunden, dass ein Adliger homosexuell ist. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall erpressen. Also da sind wir auch wieder ganz pragmatisch, dass wir da eben versuchen, da unseren Vorteil draus zu ziehen. Mein Hofspitzel Andrijanas Svavic wurde ermordet. Der Adlige, den er untersuchte, Kaiser Volkmar von Heiliges Römisches Reich, steckt vermutlich dahinter, aber ich habe keine Beweise. Unsere Mutter wurde umgebracht.
vom Kaiser. Okay, er muss sterben. Also, das geht nicht. Verflucht sei er trotzdem. Okay, also bei einem verdächtigen Unfall. Wir könnten unsere Ehefrauen... Nee, das werden wir nicht machen. Wir nehmen hier Aldrich. Er wird sich darum kümmern. Und den werden wir jetzt sofort auch hier wieder hinbringen. Okay, aber wie gesagt, unser Hauptziel wird jetzt hier er sein. Wir werden alles daran setzen, ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Wir werden hier mal nochmal Geld senden. Ja, unsere Kasse geht da wieder sehr schön hoch. Überlegung ist jetzt halt wirklich dahin zu laufen. Ja, der Papst ist gestorben. Das ist uns relativ egal. Oh, sie haben Meisterarchitekten gefunden. Okay. Das Schicksal ist mir wohlgesonnen. Meine Gattin Petronia ist schwanger. Ausgezeichnet. Wieder mal. Aber diesmal sind wir nicht mehr misstrauisch. Wir vertrauen ihr. Okay, der Bürgermeister mag uns nicht. Ist uns egal. Der Bürgermeister ist nicht derjenige, auf den wir es abzielen, sondern hier der Kuno. Er hat so ein Problem mit uns, weil wir... weil er König von Kroatien werden will und weil er ehrgeizig ist. Das ist natürlich schade. Was haben wir hier? Waffenstillstände laufen aus. Prinz Olaf. Ah, okay, der war wahrscheinlich vorher König von Polen. Ja. Okay, Byzanz zieht die Zyklein ein bisschen an. Unter den Vasallen darf jetzt kein Krieg mehr herrschen. Interessant. Ja, 15.000 Truppen hat er. Einen Bildungsschwerpunkt dürfen wir auswählen. Für unsere Tochter Petronia. Sie ist neugierig, eigenwillig und verspielt. Sie ist verheiratet mit dem Sohn der schwedischen Königin. Auf Platz 4. Wir werden mal hier Intrige ihr beibringen. Um das eben zu nutzen. Ich denke, das passt auch ganz gut. Auch wobei der Kampffokus wäre genauso gut gewesen. Also es macht relativ wenig Unterschied. Beides unterstützt unsere Ambitionen. Na, hier schwindet das jetzt so langsam. Wisst ihr was? Wir werden den diese Verschwörung beenden. Wir werden ihn höchstpersönlich zur Strecke bringen. Indem wir ihn zum Duell auffordern werden. Wir werden unsere Intrigen auf jemand anderen fokussieren. Ja, auch hier die Fraktionen lassen langsam nach. Auch wobei hier zwei sehr starke Fraktionen da sind. Der Herzog der Steiermark. War er schon die ganze... Nee, der ist neu dabei gekommen, oder? Van Gent. Ich glaube, der war nicht vorher unser Vasall. Ich glaube, der ist dazu. Das war, glaube ich, eine von diesen Nachrichten, die ich einfach zu schnell weggeklickt habe. Ja. Am 7. August hat er das übernommen. Er mag uns nicht. Will Stadt Hellenstadt haben. Oder Hellenastadt. Man könnte ihm die Stadt geben. Nein, können wir nicht geben, okay. Oder doch hier vielleicht Vasall übertragen. Hellenastadt. Genau. Machen wir das. Erstmal hier ihn so ein bisschen besänftigen, dass was möglich ist. Und wir haben zu viele Herzogtümer im Besitz. Und er möchte einen Rat, also einen Sitz im Rat haben. Ah, der Kämmerer. Wen haben wir nochmal als Berater? Ja, der Großregent.
Ja, dann müssten wir hier Adalrich wieder entlassen. Dann werden wir das tun. Tut mir sehr, sehr leid, Adalrich, Aldrich, aber wir haben da einen neuen... was mache ich da? Genau da. Wir haben einen neuen Vasall und einen mächtigen Vasall und den wollen wir natürlich mit einbinden, weil eventuell haben wir ja hier jetzt einen starken Bündnispartner innerhalb des Reiches. Wir wollten schauen, wen wir jetzt versuchen zu ermorden. Hier fragen, können wir hier nicht fragen, dass er vielleicht seine Verschwörung beendet? Wir lassen mal kurz weiterlaufen, vielleicht beendet er das automatisch. Wir haben jetzt auch eine positive Meinung von ihm. Sehr schön. Ja, er hat es beendet, sehr schön. Redundanter Satzbau, aber egal. Nur noch unser Onkel. Ja, unsere beiden Onkel sind hier die Probleme. Wir können versuchen, ihn hier verschwinden zu lassen. 24-3 ist auch nicht so stark. Oder ihn hier. Wir werden es mal versuchen mit 40, auch wenn er im Keller ist und da... ja. Auf sein Ableben wartet. Wir werden ihn nicht mehr freilassen. Wir werden ihn aber nicht öffentlich hinrichten. Auch wenn das als grausamer Charakter gut passen würde, aber... wir machen uns nicht direkt die Finger schmutzig. Der wird irgendwann einfach da gefunden im Keller. So in diese Richtung wird das dann gehen. Und er entzieht der Leuten den Titel. Wir könnten auch hier sie verschwinden lassen. Dann würde der Krieg auch relativ schnell vorbei sein. Da fällt mir auch ein, wir wollten eigentlich auch hier die Königin von Thüringen verschwinden lassen. Weil momentan sie ja das erben würde. Und unser Sohn, genau. Haben wir da eine reelle Möglichkeit, sie verschwinden zu lassen? Kriegen wir das hin? Oh ja, kriegen wir hin. Ja, wir ändern kurzzeitig mal wieder die Prioritäten. Sollten wir also... relativ schnell hinbekommen, damit wir da auf jeden Fall das hinbekommen. Gerüchten zufolge ließ sich eure Tochter Anrijana durch den Vormund beeinflussen. Man sagt, dass Anrijana mittlerweile kriechisch sei. Ich hoffe, es handelt sich um einen positiven Einfluss. Oh, sie hat jetzt ihre Kultur geändert auf kriechisch. Interessant. Hm. Ich glaube, das ist uns relativ egal. Er möchte... Ah, okay, er möchte gerne unsere Tochter jetzt ausbilden, weil sie griechisch geworden ist, damit sie wieder deutsch-katholisch wird. Das werden wir ablehnen. Tut mir sehr, sehr leid. Aber das akzeptieren wir nicht. Wir wollen ihn zu einem Duell fordern. Ja gut, die Fraktionen hier sind nicht mehr so stark. Dann gehen wir erstmal hier dran, um unseren Plan da fortzusetzen. Kein Mann kann die Meinung der Kirche über mich besser steigern oder mich besser lehren, gottesfürchtiger zu werden, als mein Hofkaplan Prinz Björn. Ja gut, die Kirche ist uns eigentlich relativ egal. Wir werden aber das Obere nehmen, weil frommer leben wollen wir jetzt nicht wirklich. Deswegen, ja, er soll mit der Kirche reden. Das können wir gut nutzen, um die Vasallenmeinung aufzubessern. Da müssen wir ein bisschen was machen. So schlecht sieht es nicht mehr aus. Wir haben wieder einen Sohn bekommen. Er möchte ihn gerne Siegbert nennen. Er ist schlau. Ja, wir haben ja einen schon Bartholomäus genannt. Siegbert hieß unser Vater. Ja, das wollen wir eigentlich ja nicht. Eigentlich wollen wir das ja vermeiden, weil unser Vater, der hat uns da schon ganz schön im Stich gelassen. Wir wissen ja, Selbstmord einen Tag nach unserem Geburtstag. Ist nicht so toll. Wir könnten ihn nach unserem Bruder benennen, da haben wir eine positive Meinung. Andreas jetzt nicht. Wir könnten ihn Fukasin nennen.
Oder wisst ihr was? Wir werden mal in ihre Vergangenheit reinschauen, in den Stammbaum und nach den vorigen Kaiser des, nein, nicht Kaiser, sondern vorherigen abessinischen König Kedus. Ja. Ja, dann nennen wir ihn Kedus. Oder haben wir hier noch der Säufer? Auch wieder Kedus. Ob da jemand ist, der noch irgendwie so einen tollen Beinamen hat? Nee, schade. Dann nennen wir ihn Kedus. Ist denke ich, in Ordnung. Wir wollen die ja nach großen Anführern benennen und ich denke, damit haben wir dann auch einen guten Namen gefunden für ihn. Mal schauen. Mein Lehnsherr, es geht ein Gerücht hier in Saarbrücken um, dass einer der örtlichen Adligen korrupt sein könnte. Ja, werden wir auf jeden Fall nutzen. Hat sich entschieden, keinen Ärger mit seinen Vasallen zu riskieren. Okay, sehr schön, wir kriegen ein bisschen Geld. Wilhelmina möchte Ida von Zadar. Oh, sie will unseren Spitzel ermorden. Und sie ist einfach irgendwer. Okay. Wow, dann. Nee, wir verlieren da jetzt kein Prestige. Wir können das aber auch nicht beenden. Ah doch, haben wir jetzt gerade, oder wie? Ah nein, sie will sie umbringen. Okay, ist uns egal. Wir können sie festnehmen, aber... ergibt für mich wenig Sinn, warum wir das tun sollten. Hier haben wir auf jeden Fall eine große Anzahl an Unterstützung. Mein Mitverschwörer Abt Siegfried hat uns benachrichtigt, dass die Kutsche mit der Königin Amalie Reis bald einen tragischen Unfall ohne Überlebende erleiden wird. Diese Dinger sind tödliche Fallen. Ja. Wäre ja schrecklich, wenn da was passieren würde. Und unser Plan aufgeht. Die Überlegung ist halt eben da, dass wir vielleicht doch Truppen nochmal ausheben und dann da schnell rübergehen. Fehlschlag. Die Kutsche flog über den Rand einer Klippe, aber Königin Amalie sprang ein paar Sekunden zuvor raus. Der Fahrer wurde geschnappt und verriet meine Beteiligung an der Verschwörung. Dieser rückgratlose kleine, ja. Das ist ungünstig. Ja, dann vielleicht auch ein Duell. Wir könnten Kuno festnehmen. Oh, das wäre eigentlich gut. Warum? Was hat er getan? Das ist jetzt die Frage. Üble Gerüchte, reicht das schon aus? Wir sehen leider nicht, warum. 29%. Okay. Das heißt, wir müssen da aber erstmal... Das ist unser Kämmerer, damit würden wir den loswerden. Das müssen wir eigentlich nutzen. So, wir nehmen ihn da mal raus und werden ihn jetzt erstmal Revolte unterdrücken hier in Bosnien. Genau. Und damit sollte das dann auch erhöht sein von der Wahrscheinlichkeit. Nee, noch nicht. Müssen wir vielleicht erstmal nochmal laufen lassen. Weil damit könnten wir das hinbekommen, dass er für uns weniger ein Problem ist. Der Kaiser führt einen Krieg gegen Pannonien. Ja, um eine Grafschaft. Ja, vielleicht müssen wir unsere Truppen doch nicht dahin schicken. Gut. Ne, immer noch 29. Weil er... Ist das nicht die Hauptstadt hier? Können wir nirgends schauen, wo die Hauptstadt von Bosnien ist? Normalerweise sind ja hier... würden wir dann ein Wappen sehen. Aber da, wir sehen gar kein Wappen. Oder sehen wir hier... Oh, hier ist noch eine Provinz. Okay, aber das ist nicht die Hauptstadt.
Manchmal ist das immer noch so sehr weit verstreut. Nee, das muss auf jeden Fall hier irgendwo sein. Aber ich gehe mal davon aus, hier. Aber es kann auch sein, weil er jetzt immer noch bei uns ist. Wie sieht es eigentlich aus hier mit... wäre auch möglich. Naja, wir versuchen erstmal hier in Thüringen sauber zu machen. Okay. Gut, bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns... bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpass Bambuso.